Liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer, der Text zu dieser Weihnachtsandacht steht in Offenbarung 3, Vers 20. Dort sagt Jesus zu uns: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftut, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Das ist die Weihnachtsbotschaft. Jesus kommt zu uns. Viele sagen, wie der französische Schauspieler Gérald Depardieu: Ich hasse Weihnachten. Und tatsächlich ist Weihnachten eines der schlimmsten Feste. Alles ist dunkel, kaum Helligkeit draußen und alles ist kalt und matschig und dreckig und grau. Kein Wunder ist das die Zeit im Jahr, in der viele Depressionen durchlitten werden. Viele sind allein, fühlen sich einsam. Manche sehnen sich nach einem Partner, den sie nicht mehr oder nie hatten. Zu keiner anderen Zeit wird so viel in den Familien gestritten wie an Weihnachten. Und Detektive erzählen, nirgends haben sie so viel zu tun wie an Weihnachten, weil sie von Ehepartnern beauftragt werden, herauszufinden, ob der eigene Partner fremd geht. Und leider bestätigt sich der Verdacht oft: Nirgends gehen Leute so oft fremd wie an Weihnachten. Kälte, Dunkelheit, Depression, Konflikt in der Familie oder Trauer und Einsamkeit. Und das soll das größte Fest sein? Ein befreundeter Pfarrer erzählte mir mal von einem Gespräch mit einer Therapeutin, die zu ihm als Kirchenmann kam und sagte: Hey, an Weihnachten ist es am schlimmsten für die Menschen. Wäre es nicht am vernünftigsten, Weihnachten einfach abzuschaffen? Aber halt, andersherum, sagte der Pfarrer, andersherum, weil es da am schlimmsten ist, deshalb gibt es genau da Weihnachten. Wir feiern heute, denn mehr oder weniger, so genau weiß man es nicht, 2017. Geburtstag von Jesus. Aber auch schon vorher, vor Jesu Geburt, gab es Depression, Einsamkeit, wurde fremdgegangen, wurde betrogen, gab es Trauer und Schmerz. Und weil es das gab, kam Jesus, der Retter. Genau deshalb kam Jesus, um bei uns zu sein in unserem ganzen irdischen Mist und um diesen wegzunehmen. Wie oft habe ich schon gehört, bei dem ganzen Mist, den ich schon erlebt habe, da kann mir keiner mehr helfen. Aber Jesus kann ihnen helfen. Er ist mein Retter und er kann auch ihr Retter sein. An Weihnachten reden alle wieder so fromm. Und deshalb lassen Sie uns jetzt ganz konkret betrachten. Was bedeutet das? Manchmal spüre ich dieses dunkle Loch auch in mir, fühle den ganzen Mist, fühle mich vielleicht einsam, allein, suche nach irgendetwas, eine Bestätigung hier ganz tief drin. Wie hilft mir dann Jesus, dieser Retter? Ich meine jetzt ganz konkret, wie kriegen wir das weg, das uns belastet, traurig macht, unsere Einsamkeit, ein ungestilltes Bedürfnis, vielleicht nach Liebe, nach Trost? Wir versuchen ja alles Mögliche dagegen. Ablenkung, manchmal auch im Fernsehen. Warum schauen Sie gerade eigentlich fern? Auf jeden Fall fühlt sich dieses Loch nicht gut an und wir machen alles Mögliche, um es zu stopfen, um uns abzulenken. Und oft merken wir nach irgendwelchen Ablenkungen, dass es nichts bringt und die Leere noch viel größer ist als zuvor. Wie eingangs erwähnt, ist das ein Gefühl, das viele zu Weihnachten haben, besonders die, die aus welchen Gründen auch immer Weihnachten nicht bei ihrer Familie verbringen können, wo zum Beispiel die Familie zerstritten ist. Ich vermute, selten wird so viel Alkohol getrunken wie jetzt zu Weihnachten. Aber auch da, am nächsten Morgen, ist die Leere wieder da. So, und jetzt steht da wieder so ein Prediger wie ich hier an Weihnachten und erzählt, dass Jesus der Retter wäre und dass an Weihnachten alles besser werden würde. Ja, bringt denn Gott mir einen neuen Partner vorbei, wenn ich einsam bin oder was? Besucht er mich, wenn sonst keiner kommt? Ja, schon irgendwie, genau. Er hat Jesus zu mir und zu Ihnen geschickt. Er schickt uns jemanden vorbei, er kommt selber vorbei. Das ist Weihnachten. Und er kann die Situation verändern. Ich weiß, das klingt jetzt fromm, ist es auch, aber es ist die Wahrheit. Gott kann dieses Ding, diese Leere, dieses blöde Gefühl in einem wegmachen. Das macht er bei mir,
auch immer wieder. Wir haben ja immer zwei Möglichkeiten, mit diesem Gefühl, wenn es uns nicht so gut geht, mit dieser Leere umzugehen. Erstens, wir machen das, was wir uns angewöhnt haben, das, was wir immer machen. Wir lenken uns ab, suchen Ersatzanerkennung, Ersatzliebe irgendwo anders, tun uns selber leid, sind traurig, greifen vielleicht zur Flasche oder versuchen irgendwie anders diese Leere zu füllen, suchen Ablenkung, vielleicht im Fernsehen. Das Problem ist aber, dass es dann nicht weggeht oder tendenziell schlimmer wird. Die andere Möglichkeit ist, damit zu Jesus zu gehen und sagen, jetzt habe ich in meinem Leben schon so viele Jahre Weihnachten gefeiert und jetzt endlich will ich wissen, wie kann dieses Weihnachten, wie kann dieser Jesus wirklich mein Leben ändern? Und dann, und das ist das Schwierigste, muss ich zu Jesus gehen. Daran scheitern die meisten. Auch ich mache es oft anders, versuche dieses Loch anders zu stopfen, mit meinem Frust anders umzugehen, als zu Jesus zu gehen. Aber wenn wir zu Jesus gehen und sagen, hey, ich vertraue dir, kannst du das mal wegmachen? Dann können wir Weihnachten zum ersten Mal richtig erleben. Das ist ein frommer Spruch. Ein frommer Spruch von mir, der so lange für sie ein frommer Spruch bleibt, bis sie es ausprobieren. Ich kann nur sagen, ich habe es ausprobiert und merkte, dass es stimmt. Nur manchmal bin ich so bescheuert und vergesse es und versuche es wieder selber, dieses Gefühl irgendwie wegzubekommen, mich selber zu trösten. Aber glauben Sie mir, wirklich weg geht's nur, wenn ich zu Jesus gehe und ihn in mein Herz hole, immer wieder neu. Er freut sich immer wieder neu, zu mir zu kommen. Er weiß, mit was ich mich gerade herumplagen muss und mit was Sie sich gerade herumplagen müssen. Und er hilft hindurch. Dann kann man in der Bibel nachlesen, was Jesus sonst noch zu uns sagt. Eine Gemeinde besuchen, da mehr erfahren. Oder Bibel-TV anschauen, gezieltes Fernsehen, das von Gott berichtet. Ich weiß nicht, ob Sie Weihnachten mit vielen anderen Menschen feiern oder jetzt alleine zu Hause sind. Selbst wer mit vielen anderen feiert und Jesus nicht dabei hat, der erlebt nicht Weihnachten. Weihnachten ist das Fest, dass Jesus zu uns kommt und alles verändert. Der Text erinnerte uns. Jesus steht an der Tür und klopft an. Lassen Sie ihn rein, dann wird Weihnachten. Dann wird wirklich Weihnachten. Und wenn Sie ihn zum ersten Mal reinlassen, dann werden Sie dieses Jahr zum ersten Mal richtig, wirklich Weihnachten erleben. Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes und befreiendes und fröhliches Weihnachtsfest, denn Christus, unser aller Retter, ist da. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftut, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir.